Und wieder moin moin, herzlich willkommen liebe Leute. Hier bremst uns jemand auf der nordfriesischen Marsch, ein gelbes Fahrzeug. Ja, und das ist nicht unser Sprinter, wir haben einen grün passend mit Service, falls ihr es nicht gesehen habt. Schaut euch gerne mal die letzte Folge an und lasst gerne noch einen Kommentar natürlich zu dem NF Marsch Service Sprinter da. So, was machen wir heute Schönes? Noch ein bisschen Flüssigkeiten verteilen, damit fangen wir jetzt gleich erstmal an. Auch ein bisschen Gülle bei der Biogasanlage und ja, ne, von der BGA können wir gleich ein bisschen Gärreste wieder mit zurücknehmen für die Düngerherstellung. Ja, November, ich finde, es ist hier Viertel nach im Spiel, es ist Viertel nach drei und ach, das wird schon wieder gefühlt, wird schon wieder dunkel. Ne? Nicht mehr viel dran an den Tagen, aber wir sind jetzt auch im super Herbst und es ist Winter. Im Winter passiert auch nicht so viel. Weiß nicht, ob wir schon Hackschnitzel wegfräsen können, das kommt so ein bisschen drauf an. Ich wünsche mir natürlich auch, dass endlich mal die großen Bäume beim Sägewerk holzvollerntermäßig reif werden, dass wir bald vielleicht ja in diesem Winter eine Holzvollernteaktion starten können. Ich würde natürlich auch gerne das Seilwindenpack abwarten, das ist ja jetzt ein guter Monat noch, ne? Bis das Platinum-Add-on kommt. Dann haben wir die Seilwinden. Wie weit die Seilwinden gut funktionieren, das weiß man natürlich nicht, ob das dann eher auch wieder Friemelkram ist oder ob es wirklich sinnig Spaß macht, keine Ahnung. Ansonsten werden wir klassisch Holzvollernter durchjagen, ordentlich Holz zur Seite legen und dann mit dem Holz-Autoload ankommen und das Ganze eben verladen, ne? Ganz klar. Jo. Dezember noch, Januar, Februar. Also so geldtechnisch. Wir haben ja unsere Produktion relativ gut versorgt aktuell von der letzten Ernte. Ich denke schon, dass wir im Frühjahr, Januar, Februar, Geld genug haben müssten für die Pelletsproduktion. Und bis dahin sind auch die Bäume in der Ecke erntereif. Ja, also ich meine jetzt nicht die Bäume dann beim Sägewerk, sondern die Bäume in der Ecke, bei der, da wo die Pelletsproduktion hin soll. Denn wir haben so viel Stroh, wir haben Hackschnitzel, wir haben Heu. Wir müssen noch dringend in die Pelletsproduktion gehen, nützt ja nichts. Wenn das dann erstmal läuft, macht auch irgendwann das Heizkraftwerk Sinn, ne? Um die Stromproduktion hier noch auf ein neues Level zu heben. Ja, ne? Ich kann gerne reinschreiben, wie kommt ihr so zurecht auf der NF Marsch? Einige schrieben letztens, sie haben zu viel Geld, haben schon Geld aus dem Spielstand rausgenommen. Ist natürlich aber auch eine Spielzeitfrage, ne? Die NF Marsch muss ja so ein Stück Mittelding sein. Natürlich müssen die Suchtis, die zu viel Zeit haben und investieren können, müssen noch ein bisschen was zu tun haben. Also ich habe 280 Stunden. Und ja, ne, das ist schon eine gewisse Spielzeit, die man aufopfern musste, um halt schon ein bisschen was zu schaffen. Und bei 500 Stunden sieht es nachher anders aus und bei 1000 Stunden wieder anders. Aber für die, die vielleicht nur 100 Stunden Zeit haben, für die soll es ja auch Spaß machen. Deswegen muss man da immer so ein bisschen diesen, ne, so eine Art Mittelweg finden. Wo keiner komplett auf der Strecke bleibt. Deswegen, Stroh hat man ohne Ende für Heizkraftwerk und Pellets verwirkt, aber macht es auf jeden Fall Sinn. Also Pump and Hoses, ja, klar, ich habe es gekriegt. Bande, ich habe es noch nicht einmal getestet. Ich habe noch nicht einen Schlauch irgendwo angeschraubt, verlegt, keine Ahnung. Ich wüsste auch gar nicht, geht das? Also ich muss keine Biogasanlage davon haben, oder? Ich könnte so einen Feldrandcontainer nehmen aus dem Pack. Oder? Den könnte ich hin. Da kann ich ja ganz normal Gülle und Gärreste reingeben. Da stelle ich irgendwo an einem Feldrand. Und dann kann ich doch trotzdem, dann brauche ich noch eine Pumpe oder was. Ich müsste mir das nochmal angucken. Ich brauche ein bisschen Schlauch. Und halt irgendeine Kombination nachher Güllegrubber mäßig, ne? Also was weiß ich. Ich würde sagen, gibst du diesen kleinen, aber ist ja egal, ist ja ein Schlauch dran, ne? Braucht ja gar keinen großen Platz. Ich bringe zuerst Geräte, nachher Verschlauchung. Ölverteiler. 12 Meter Arbeitsbreite. 9 Meter Arbeitsbreite oder was? Ja, wie gesagt, ich hab's. Bauverlängerung ist alles da. Aber ich habe mich noch nicht richtig damit auseinandergesetzt. Wie sieht es da bei euch aus? Liebe Leute auf YouTube, schreibt mal gerne rein. Wie viel Kilometer Schlauch habt ihr schon verlegt? Oder habt ihr auch noch gesagt, nee, das ist mir noch zu teuer. Ich warte, bis es vielleicht mal im Angebot ist. Oder generell, ihr sagt, nee, das ist nichts für mich. Solche mag ich, brauche ich nicht. Ich fahre mit dem großen
Güllefass und vielleicht sonstigen normalen Zubringern hin und her und habe so meinen Spaß. Also ich glaube, ne, da gehen die Meinungen bestimmt auseinander. Ich kann mir vorstellen, dass doch eigentlich von jedem was vertreten sein sollte. Und da sind wir bei den aktiven Kommentaren, die Leute. Auch natürlich gerne vom Team. Lasst gerne mal aktiv Kommentare unter den YouTube-Videos. Vielen Dank für eure Support. Und für ein bisschen ja, ne, Input in den Kommentaren. So, Gärresse für Dünger. Dann haben wir den Bedarf oben auch raus. Dann können wir noch mal gucken, wie viel Zuckerrübenschnitzel die Bio, die Zuckerfabrik hergestellt hat. Ist aber noch nicht lange her, glaube ich. Da haben wir transportiert, ne? Die Malzfabrik läuft bald leer mit Sorghumhirse. Das ist aber ist durchaus klar. Die wird dann abgeschaltet. Also der Zweig muss abgeschaltet werden dann für ne, ein ganzes Jahr. Also Sorghumhirse wird ja erst im Frühjahr wieder aufs Feld gebracht und erst Ende des Jahres wieder geerntet werden können. Aber bis dahin hat die Brauerei ja auch ein bisschen was zu tun. Tausend Stunden, aber noch lange nicht alle Produktionen. Aber schon Felder 1 bis 51, das ist auch cool, das ist viel Land. Wenn man das alles einmal durchbearbeitet, ist man aber auch ein bisschen beschäftigt bei 50, 51 Feldern. Ich nutze das Kotte Garant mit Schleppschlauch und den Zubringer dazu von Kotte, das finde ich auch eine gute Kombi. Das Feld kommt nur Dünger, man kommt nicht dazu, ne? Es ist zu wenig Gülle und Gäre, es fällt später, wenn man, falls es mal irgendwann noch mehr Zuchtstelle geben sollte, dann Holzfäller Diesel. Aber dann müssen wir definitiv verkaufen, Zeugs. Mal kurz gucken. Also wenn wir jetzt wieder Diesel einkaufen, müssen wir boah, schon bald hier. Boah, auch. Die Brauerei macht ja auch ordentlich Schweinefutter, ne? Ist auch ein schönes Nebenprodukt. Sehr, sehr schön. Ja, mal gucken, was uns da leer läuft, ne? Stück für Stück. Also die Witten, also wir haben noch nicht so viel Rohstoffe, dass wir das durchgängig in die A bedienen können. Das wird wohl nichts. Siliermittel, 16.000, also drei Paletten. Das sind auch gut 100.000 Einnahmen, ne? Das ist aber mal gar nicht so, so schlecht was. Und noch braucht der Fermenter nicht, Siliermittel. Obst haben wir jeweils drei Paletten, wie immer. Das ist halt nicht so die Menge. Da fehlt aber auch wieder Pestizide, ne? Also ein bisschen Pflanzenschutz fehlt. Dünger ist da bei Apfel zum Beispiel. Die sind auch noch ganz gut gefüllt. Dünger wird halt weniger, okay, aber Herbizide, ne? Saatgut läuft noch auf einer Schiene. Also wie viel Strom wir hier hingebracht haben, ne? Mal deaktivieren, bevor 100.000 Strom verbraucht sind. Da kann man hier schon ziemlich lange Saatgut produzieren. Gute Nacht, gute Nacht. Und tatsächlich jetzt keiner groß, der gesagt hat, doch, der arbeitet von morgens bis abends mit Schläuchen. Tag 15 Stunden. Ich glaube, können wir dann auch im Dezember machen. Ich wollte noch Biogasanlage, habe ich jetzt nicht drauf geachtet, auf die Zuckerrübenschnitzel. Wie viel ist jetzt hier tatsächlich? 34.000 sind das. Und wieder ganz runter scrollen, die Zuckerfabrik hat 44.000. 63.000 Zucker. Wollte ich denn jetzt? Ich glaube, wir kaufen den Zucker noch. Geht denn eigentlich Bier? Oh, immerhin. 9.000 für eine Palette, so circa. 8 bis 9.000 pro Palette. Gut.
Ja, hier wird der Sache, werde ich mich jetzt auch mal bald annehmen. Da schrieb auch jemand, ne, Erdbeeren sind vom Preis her irgendwie viel zu wenig im Vergleich zu da hier Apfel und so, ne, vom Kilopreis nicht gut. Da werde ich bald mal gucken, wie das Ganze hier so funktioniert. Da gibt es auch schon eine ganze Menge gute Mods, weiß ich auch, aber ich möchte natürlich trotzdem auch für mich irgendwas für die Marsch haben, wo ich sage, okay, das weiß ich, was es ist. Das weiß ich, weil ich selbst gebaut habe. Dann kann ich das verstehen und kann es auch nutzen. Ach, die Zuckerrüben sollten noch zur Zuckerfabrik. Die sind hier noch nicht in der Zuckerfabrik. Guck mal, das muss ja noch gemacht werden. Das kann so nebenbei laufen, genau. Okay. Und nochmal jetzt der Zuckerpreis ist aktuell, naja. Oh, sollten wir, wird ja sogar eher nur weniger noch, ne? Also sollten wir es sogar verkaufen. Also verkaufen wir noch, wenn wir in der Ecke sind, Zucker und Siliermittel. Und wir werden. Dann einen, also einen Träger mit Anhänger schicken, der jetzt im Winter die Zuckerrüben zur Zuckerfabrik bringt. Nächste Saison sollte ich auch einen, ja, zweiten LKW uns mal gönnen, ne? Dass wir die Flotte da mal vergrößern. Das haben wir nämlich gemerkt, auch im Verlauf des Jahres. Jetzt sind wir zum Ende des Jahres, ist nicht mehr so viel, ne? Und wir nicht mehr so einen Stress für Abfahrer, für alles brauchen, aber. So, Standard, Produktion, die Zuckerfabrik, Abwasser, Leppalette, ja, ab. So, dann haben wir hier drüben. Spaziergang, ne? Der steht schon länger und wartet darauf, dass noch Hopfen geht, aber da kommt kein Hopfen mehr. Also der kann los. Und nachdem er das gemacht hat, kommt er ja wieder. Kann kein Hopfen mehr laden. Und dann darf er. Danach Zuckerrüben fahren. Unser Sprinter. Zwischendurch kann man mal wieder auffüllen, wenn man da ist. Auffüllen, ja, wie schon sagte, geht einigermaßen zügig. Motor, ne? Sada Motor Sound. Und da sehen wir es auch schon. Bei zwei Kisten. Ich denke, am nächsten Morgen, wenn wir eine Nacht durchgespult haben, dann haben wir da 20.000, 30.000 Wartung. Ungefähr. Dann klappt das besser. So. Ja, ansonsten können wir ein bisschen klar Schiff auch machen. Ne? Das ist natürlich auch wirklich so eine Zeit. Oh, ich muss mal gucken, was wir am Sonntag dann auch alles machen. Also eigentlich Winterzeit, die jetzt kommt, ist meistens ja schon irgendwie so ein bisschen Holzzeit. Den Trailer da drüben konnte ich nicht wieder zurückstellen. Da noch was anderes im Weg stand. Ich habe einen Sprinter auf der Marsch schon mit Autoload. Ja, der loadet aber nicht. Wartung, ne? So. Aber so ein kleiner Sprinter mit Autoload ist auch praktisch. Wie viele Paletten passen da rein? Also, da wäre jetzt wahrscheinlich für die Siliermittelpalette ganz gut geeignet, ne? Zack, drei Siliermittelpaletten oder so. Zack, weg damit. Weil dafür lohnt sich natürlich alles andere meist nicht. Also, dann wird ein kleiner Anhänger völlig ausreichen oder halt ein Sprinter, wenn da so drei, vier, fünf Paletten reinpassen. Weiß jetzt nicht, was da tatsächlich realistisch reinpasst. Ein bisschen blöd hier, ne? Der eine ist zu weit. Gute Nacht. Gute Nacht. Danke fürs Einschalten. Hier müsste ich die wahrscheinlich auch mal irgendwann auf eine lange Halle irgendwie umlagern, wo man solche doppelten Sachen hintereinander stellen kann, ne? Weil nebeneinander macht bei doppelten Sachen ja immer wenig Sinn, außer so viel Platz kostet. Aber
hintereinander stellen. Die Halle hier einfach viel zu klein. So, ne? Und der könnte es natürlich auch schon machen. Da kann ja dann viel besser Zuckerrüben wegfahren. Ruf sie belehren. Zuckerfabrik Zuckerrüben. Muss ja noch auf Zuckerrüben einstellen. Ich wollte das wohl schon mal machen, ne? Wirkt so, als wollte ich das schon mal machen. Der LKW ist angekommen. Eine Erde, Sand, Roggen, Dinkel, Pelikale ein bisschen im Rest. Das nehmen wir viel, aber das können wir für die Hühner mal irgendwann geben oder dann halt für die Saatgutproduktion. Raps, ein bisschen Hafer. Kartoffeln, haben wir die Zuckerrüben. Was geht da denn auch ratzfatz hier? Sogar noch Kaffee. Prost. Wieso doppelt? Komme mit ein Gerät pro aus. Akarien, aber da kannst du ja nicht alle Felder haben oder viele Felder, ne? Weil später musst du ja, also du kannst ja nicht nur einen Drescher haben. Drei schon in der Halle stehen. Wollt sich auch sagen, ne? Du kommst mit einem Anhänger aus oder was auch immer. Nee. Spätestens zu Stoßzeiten. Dann wir im nächsten Jahr auch, also wir können nicht immer nur alles in Produktion stecken, wir müssen auch Geld in Ländereien im nächsten Jahr auf jeden Fall viel reinstecken. Und auch ein bisschen Fuhrpark, ne? Noch einen weiteren großen Traktor, noch irgendwas Mittelmäßiges. Und noch ein LKW so ungefähr. Und dann werden wir, was Zugfahrzeuge unser Fuhrpark angeht, schon deutlich einen Schritt weiter. Schön John Deere, schön Deutz, irgend sowas vielleicht noch, haben wir ja noch gar nicht. Jetzt. Komm, ja, wieso habe ich... Ach, hä? Hatte der nicht? Ruf sie lehren? Ruf sie lehren? Zuckerfabrik, Zuckerrüben, Zuckerrüben. Eigentlich war es richtig. Vielleicht habe ich irgendwie wieder irgendwas weggeklickt. Ich weiß es nicht. Also die Verteilungskosten findet man in der Finanzübersicht ganz unten, ne? Produktionsliefergebühren. Guck mal hier, 8.000, 14.000, 13.000, 10.000. Das müssen wir wieder ein bisschen reduzieren. Das läuft ja, ne, über das Jahr gesehen, sind das 120.000. Und das können wir zumindest durch die Wartung schon mal ein ganzes Stück reduzieren mit dem Sprinter, ne? Natürlich haben wir noch Strom in der Verteilung, das wird auch erstmal so bleiben. Da kann man irgendwann Strommasten bauen, ne? Aller Schläuche. Aber das denke ich erstmal nicht. Gut. Ja, dann lass uns doch noch den Verkauf machen. Na, das machen wir sonst in der nächsten Folge. Wir nehmen mit. Ich packe meinen Trailer und nehme mit. Sugar. Das ist nein. Sugar, jo. Und Outboard aus. Das mit diesem Labor Melasse, das macht immer nervös, ne? Aber es liegt daran, dass wir eben Hefe und Siliermittel mit Melasse herstellen. Also Melasse gar keine Chance hat, sich beim Labor mal ein bisschen zu erholen, ne? Sondern eine Palette ist hier und die Palette ist auch gleich wieder verbraucht. Also wir müssten entweder Hefe mal abschalten oder Siliermittel. Aber gerade Siliermittel wollte ich jetzt ja auch noch verkaufen. Also die dreieinhalb Paletten, die hier sind,
Wollte ich mitnehmen. Dann machen wir jetzt noch. Und dann spulen wir die Nacht weg, ne? Weil ich brauche auch nicht Nacht. Ich sehe jetzt auch nicht, was wir jetzt noch dringend machen müssten. Also von daher, bis Nacht. Wir kommen Dezember. Dann kriegen wir hoffentlich mal ein bisschen Regen, damit sich unsere Obstplantagen mit dem Wasserfüllstand erholen. Das wäre natürlich optimal. Wir könnten natürlich auch diese angebrochene Siliermittelpalette, die auf dem Hof steht, die steht da jetzt ja sonst ein Jahr, ne? Bis wir den Häcksler wieder brauchen, steht ja Siliermittel auf dem Hof komplett sinnbefreit rum eigentlich. Und das sind irgendwie, weiß ich nicht, 30.000 oder so, die dann da rumstehen. 4 € Paletten passen in den Sprinter rein, okay. Für Siliermittel und so schon gut. Expresslieferung, ne? Für Zucker will ich das jetzt nicht nutzen. So, aber 4 Paletten für Siliermittel wäre völlig ausreichend. Später auch für extrem hochpreisige Geschichten oder wenn man dann mal ein paar Klamotten denn irgendwo hinfahren will oder Arbeitsschuhe. Sowas kann, finde ich, macht so ein Sprinter oder so ein kleiner LKW. Und eben auch Sinn und auch Spaß wahrscheinlich. Die Verkaufspreise, ich glaube, da habe ich nicht. Wollte ich jetzt Siliermittel, wollte ich gucken. Siliermittel. Am Hafen. Hm. 7600 so. Ja komm, dann ich hole das jetzt am Hof noch ab, lade das auf. War schön, also eine Palette zu haben, aber ich denke, ich tausche die aus. Wir haben ja da hinten so eine kleine angefangene Palette, da sind auch waren da so ca. 1600 Liter drin. Alleine wie lange wir davon einen Häcksler befüllen können. Ja, wahrscheinlich bis LS 25 kommt, kann ich damit immer den Häcksler befüllen. Obwohl, ja gut. Wenn wir später größere Maishäckselaktionen machen, mehrere Maisfelder haben, mehrere Häcksler haben, dann okay, dann vielleicht nicht mehr, aber da sind wir noch nicht. Das dauert ja noch einige Saisons, da muss ich echt Gas geben. Ich darf mich auch nicht mehr zu sehr mit solchen ewig langen Missionen aus hier aufhalten, wie diese Baumwolle-Geschichte. Ne? Das ist zwar mal schön, auch mal eine Abwechslung, aber das darf man nicht regelmäßig machen. Also ich zumindest nicht. Weil dafür geht mir die Zeit. Sonst bin ich in einem Jahr ja immer noch nicht weiter. So, was guck, also hier sind 1800 Liter drin. Ne? Selbst das ist. Gibt ja noch auf Autoload an, ne? Muss ich Autoload ausmachen. Danke. Ja, raus aus dem Spiel getappt. Mach das doch einfach mal irgendwo hin ab. So, nehmen wir die mal zur Seite. Und. Ja, stell sich hier oben rauf. Auch schön. Gerne daran erinnern, wenn wir das in ein paar Jahren wieder brauchen. Ne? So, jetzt haben wir hier doch genau, also fast genau 20.000 Liter, was einfach mal 140.000 Einnahmen entspricht. Deswegen wohl dem, der irgendwann mal so eine volle LKW-Ladung hier mit Siliermittel hat. Der ist reich. Das müssen wir irgendwann schaffen. Das heißt, ne, ein Jahr lang Siliermittel produzieren und nicht einmal verkaufen und selbst nicht benutzen. Dann geht's ab. So, geht aber auch ab, die Folge ist schon wieder rum. Eine machen wir noch. Eine kurze, nicht ganz so lange Folge machen wir wahrscheinlich. Leute, ich danke euch fürs Reinschalten. Den schicke ich schnell zum Hafen, dann ist er nämlich in der nächsten Folge da. Dann können wir die Zeit auch wegspulen, weil keiner braucht Nacht. Und dann sehen wir uns gerne in der nächsten Folge wieder. Ich danke fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.